wer sagt, dass Vertikalangeln nur tagsüber geht? Man muss es nur nachts machen. Volleinschlag. So, mal sehen, ob wir auch bei Dunkelheit Glück haben, jetzt in der Dämmerungsphase, und einen Fisch ans Band bekommen. Tagsüber hat es Vertikalangeln ja super geklappt und jetzt wollen wir es auch versuchen, hier in der Dämmerungsphase. Warum soll es nicht gehen? Wir sind ja perfekt ausgerüstet mit meinem Kartenplotter. Also ich sehe genau die Triftstrecken, ich sehe genau die Punkte, wo schon mal eine Fischaktion kam, und kann mein Boot ganz perfekt mit Hilfe des Bugmotors hier durch die Hindernisse, durch die versunkenen Bäume entlang manövrieren. Wenn sie tagsüber Bock haben auf unsere Vertikalköder, vielleicht haben sie das auch abends. Und nachher zeige ich euch mal, wie wir unsere Catballs mit der Kopflampe richtig zum Leuchten bringen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier unten seht ihr die Köder hüpfen. Langsame Sprünge über den Grund, wieder absetzen. Und hier die Triftstrecke des Bootes. Hier unten kommt er wieder, unser Köder. Hebephase. Zurück zum Grund. Wieder langsames Anheben. Zurück zum Grund. Und genau diese Bereiche hier, wo die Sandkanten so abbrechen, da liegen oft die Welse hinten dran und schlagen zu. Kurz vor der Dämmerung kommt der Einschlag, wie beim Thunfischangeln. Wir hatten heute viel, viel Wind, sind erst abends jetzt raus. Wind ist natürlich tödlich beim Vertikalangeln. Und krumm ging das Ding. Der Catball, Solid Vertical. So muss es aussehen. Nur aufpassen, dass Schnur ins Wasser kommt. So muss es aussehen. Schön mit Gefühl, genieße es, ein guter Fisch.
Ja, Schwanz. Schau mal da. Halten oben, einfach nur langsam halten. Fini freut sich genauso. Philipp ist, glaube ich, noch sprachlos. Sein erster 2 Plus hier, vertikal. Catball Glow in the Dark. Da seht ihr schon, wie der jetzt im Abendrot anfängt zu leuchten. Junger Mann. Shaking. Danke. Geil! Erster Tourtag, erste Vertikaldrift, Volleinschlag. Puh, Wahnsinn. 2,9. Ist er. Petri. Wahnsinn! Zwei Meter 9. Vertical Action. Mega, mega. Philipp sagt auch noch was. Oder bist du sprachlos? Sag was! Richtig dunkel ist es geworden und jetzt aktivieren wir unsere Catballs Glow in the Dark mal mit Licht. Richtig schön mal anstrahlen die Jungs, Kopflampe und das Licht der Kamera. Jetzt zeige ich euch mal, was da jetzt passiert. Ich mache jetzt mal die Kamera aus, also das Licht der Kamera, seht ihr hier, diese Leuchtkugel. Wasser tagsüber ist diese Leuchtkraft sehr, sehr fischfördernd, stehen die Waller drauf, und bei Nacht muss es doch auf jeden Fall knallen, ne? Wenn diese Leuchtkugeln da jetzt runterrasseln, warum soll es nachts nicht funktionieren? Weiter geht's. Hier seht ihr jetzt perfekt unsere Driftstrecken. Finden wir auch bei Nacht den richtigen Weg und laufen keine Gefahr, irgendwo am Ufer zu kollidieren oder in die Steinpacken reinzutreiben. Können wir schön das Boot durchschieben. Immer eine Strecke neben der nächsten ansetzen, um die Wels jetzt am Grund zu treffen mit unserem Catball. Fini, fangen wir heute Nacht einen Wels vom Boot? Hm? Fangen wir einen Wels heute Nacht? Oh. Das war ein Ja, oder? Muss ja gleich losgehen. Wer sagt, dass Vertikalangeln nur tagsüber geht? Man muss es nur nachts machen. Volleinschlag. Ghost.
Bitte Tank, jawohl. Nächster Fisch. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera jetzt erkennt, aber bei Nacht leuchten die Klone Dark Catballs richtig. Es wird ein richtiges Glühwürmchen vor eurem Vertikalköder. Und ihr seht, hat wieder gefunzt. Nicht schlecht, Herr Specht. Vertikalangeln bei Nacht. Petri, mein Güster. Danke, sehr geil. Bam, bam. Jawohl. Nicht nur tagsüber, auch nachts. Die kleine Leuchtröhre hier, der kleine Leuchtteufel, der Catball-Klone Dark, läuft. Natürlich ist es nachts viel, viel schwieriger, weil man viel weniger sieht auf dem Wasser. Aber ich zeige euch mal, wie es hier bei uns aussieht. Von einem Echolot. Alle unsere Strecken sind perfekt aufgezeichnet. Wir wissen also genau, wo wir hinfahren, wie wir driften. Oh, da kommt eine Boje, aber geht vorbei. Guckt mal hier. Vor lauter Gelaber wären wir eben fast mit der Boje kollidiert. Und wenn wir von der Drift abkommen, hilft der E-Motor. So läuft's, weiter geht's. Fisch Nummer 2. Das läuft doch nachts, hä? Hier ist noch unser Köder. Der Ghost Hook ist komplett weg von der Henker. Und die Güster. Gar nicht so groß brauchen die Köder zum Vertikalangeln sein. Schöne mittlere Größe, die mögen sie. Papam! Ist einfach Wahnsinn. Ja, wer sagt denn, dass nachts keine Waller vertikal zu fangen sind? Sehr geil. Zweite Fisch in der Nacht. Hey, oh, geil. Das war doch eine runde Sache. Jetzt heizen wir auch zurück zum Platz. Gibt was Gutes zu essen noch, geht's in den Schlafsack und morgen geht's weiter. Das war doch eine spannende Angelegenheit. Bei Dunkelheit mit dem Vertikalsystem, mit dem Catball auf dem Fluss unterwegs zu sein und die passiven Waller am Grund direkt aktiv zu beangeln. Ihr solltet das auf jeden Fall auch mal versuchen. Vor allen Dingen in diesen Zeiten, in diesen Phasen, wo ihr merkt, dass ihr beim Uferangeln in der Dämmerungsphase keine Bisse bekommt und die Fische nicht richtig auf Beutezug sind. Genau in diesen Zeiten könnt ihr dann nämlich bei einer aktiven Fischerei auch nachts sehr gute Fänge erzielen. Einfach mal rausgehen mit eurem Schlauchboot, mit eurem großen Boot, je nachdem, was ihr dabei habt, die gemütliche Liege am Ufer verlassen und auf dem Fluss sich treiben lassen und vielleicht so doch noch den ein oder anderen Wels der Nacht überlisten. Im nächsten Video habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema für euch vorbereitet, denn wir werden den Vergleich wagen. Uferangler, ein Plumpsangler, der ohne jegliche Hilfsmittel seine Montage vom Ufer in den Fluss hineinschmeißt, wird gegen einen Bootsangler mit Hilfsmittel, Boot, Echolot, direkter Platzwahl im direkten Vergleich antreten an einem Fluss hier in Deutschland. Und ich bin mal gespannt, wie dieses Angeln ausgehen wird. Hat wirklich der Bootsangler mit Echolot immer die besseren Karten? Hat er immer die besseren Fangchancen? Oder kann man auch als Uferangler ohne Echolot beim einfachen Auswurf der Montage gute Fische fangen? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.